Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Part Enshrouded. Was ich vorab gerne sagen möchte, auf Steam ist Enshrouded gerade reduziert und zwar um ganze 10%. Solltet ihr also Interesse an dem Spiel haben, falls ihr es noch nicht besitzt, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, es zu kaufen. Im letzten Part haben wir die Jägerin geholt und in diesem Part möchte ich eigentlich gucken, dass ich auch den Alchi holen kann. Ansonsten, was haben wir im letzten Part noch gemacht? Wir waren bei einem, war es jetzt ein Schrein der Flamme? Ich glaube schon und haben uns den ersten Funken geholt und damit unsere Flamme gestärkt. Genau, das ist so im letzten Part passiert. Dann schauen wir mal, was in diesem passiert. Viel Spaß! Und da stehen wir auch schon bei der guten Jägerin, die wir ja im letzten Part gerettet haben. Wir gucken mal, was sie für eine Quest für uns hat. Sie hat sogar zwei. Ich kämpfe schon lang genug ums Überleben, um zu spüren, wenn ich nicht alleine bin. Ich fühle, dass noch andere Schlafende auf uns warten und dass wir mehr tun müssen, als nur durchzuhalten. Wir müssen uns niederlassen, etwas anbauen, das Land wiederbeleben. Ich erinnere mich vage an einen Ort. Dort gibt es eine weitere Krypta der Erbauer. Geh nun, wir vertrauen auf dich. Uns mangelt es an vielen Dingen. Ohne eine ständige Versorgung mit Salz wird es schwierig sein, Pelze zu konservieren. Ich bin vielleicht nicht von hier, aber ich kenne das Land sehr gut. Hier, ich werde einen Ort, an dem es Salz gibt, in deinem Tagebuch vermerken. Enttäusch mich nicht. Was kann sie denn jetzt so? Also, sie kann uns auf jeden Fall Schrottpfeile und Feuersteinpfeile herstellen. Das ist nice to know. Außerdem kann sie uns ein Trockengestell machen. Verwende Salz, um Felle für die weitere Verwendung zu konservieren, in der Nähe einer Jägerin platzieren. Tierfell? Ah, wir können also aus Fellfetzen und Garn, kann sie uns ein ganzes Tierfell machen. Okay, habe ich auch. Dann eine Harzfackel, die ist wahrscheinlich besser als die normale. Und eine Wachsfackel. Dann hier eine neue Rüstung, die wir machen können. Speer, Hemd, Speer, Hose, Handschuh und so weiter. Da müssen wir dann mal gucken, was die hier für Stats hat und ob nicht eine von denen vielleicht besser wäre für uns. Teppiche kann sie machen, auch cool. Hier, der Teppich ist cool, der Fellteppich. Und Wanddekoration, Brut-Donnerwüßling-Trophäe. Von dem habe ich ja schon den Kopf gesammelt, glaube ich. Genau. Was hat sie uns denn jetzt für Questen gegeben? Wir haben mächtige Alchemie. Das ist, den Alchemisten zu finden. Flammenaltar und Basisverbesserung. Vergrößere dein Zuhause, indem du den Flammenaltar aufwertest. Das ist also auch noch eine Sache. Zusammen stärker. Die Jägerin kann sich erinnern, wo eine weitere Krypta steht. Sie glaubt, dass sich darin ein weiterer schlafender Überlebender findet. Finde die Bäuerin. Dann haben wir hier einen Salzminenstandort, eine Geschichte des Feuers, wo wir wieder so einen Funken bekommen. Geschichte der Fäulnis, da müssen wir, glaube ich, wieder so eine Wurzel kaputt hauen. Und auf der Suche nach dem verborgenen Gräbern. Genau. Jetzt möchte ich doch aber mal schnell direkt auf die Karte gucken, wo sich was befindet. Das ist der Alchemist, das wissen wir. Refugium der Flamme und hier oben ist die Bäuerin. Und hier ist nochmal ein Elixierbrunnen. Da könnten wir ja dann auch quasi Punkte zum Skillen holen. Ich hätte jetzt gesagt, dass ich zur Hochweidenwarte reise, dass wir dann hier diese Baumaterialien holen, dass wir dann zum Elixierbrunnen gehen und als letztes zu Krypta. Ich hoffe, wir schaffen das alles in einer Folge. Deswegen lasst uns gleich mal die Schnellreise machen. Ich habe übrigens, bevor ich hier angefangen habe, meine Taschen schon leer gemacht und meine Werkzeuge repariert. Ich dachte, das ist jetzt nichts, was ihr jedes Mal sehen müsst. Deswegen, ja, genau. Juti. Dann markiere ich mir hier mal das als Wegpunkt. Und dafür muss ich mich, glaube ich, genau einmal hier umdrehen, oder? Ja. Gut, dann. Moment, ich muss jetzt mal gucken. Das ist bestimmt nicht im Miasma richtig. Nee. Dann düsen wir mal hier lang. Das sollte eigentlich genau die passende Richtung sein. Ja, ich kann halt noch nicht so weit fliegen. Das ist halt doof. Kann man aber nicht ändern. Und hier sind wir ja auch schon. Also haben wir es quasi ja doch komplett hingeschafft. Ja, coolo. Und neuer Ort markiert.
Versteckter Grabeingang. Hier warten doch bestimmt wieder irgendwelche Gegner auf uns. Und dunkel ist es natürlich auch. Nehmen wir mal den Zauberstab, dass wir wenigstens ein bisschen Licht haben. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine Geheimtür mit einer Küste. Feuerball und Heilungsstrom. Nehme ich. Leuchtet eigentlich der Magierstab auch? Nee, na gut. Oh, jetzt habe ich mich wieder aus Versehen verbunden. Das ist wieder typical. Typisch Luni. Oh. Ah. Aber die gehen ja gleich kaputt. Spinnen, oh mein Gott. Mein schlimmster Albtraum. Diese Blöcke habe ich schon, oder? Oh, da sind ja noch mehr. Gott im Himmel, ey. Na gut, weiter im Text. Also, wir gehen jetzt erstmal rechts lang. Kann man denn hier irgendetwas looten? Hier ist noch eine. Geh weg von mir, lass mich gefälligst in Ruhe. Ich brauche die Spitzhacke. Oh. Hier ist aber, glaube ich, jetzt nichts. Was ist, wenn ich die Dinger kaputt mache? Dann kommen kleine Ekelspinnen raus. Na gut. Diese Blöcke habe ich schon, gell? Hm, irgendwie tut sich da nichts. Dann looten wir die hier mal. Da ist auch noch eine. Hier, das sind ja die ganze Zeit irgendwelche. Ich und Spinnen, wir werden niemals Freunde sein. Aber ich glaube, das geht den meisten Mädels so. Mann! Ach, die schlüpfen aus diesen Dingern. Okay, I understand. Mache ich die jetzt alle hier kaputt, wenn es ihnen so ist? Guck mal, da ist nicht schon wieder so eine. Stirb doch einfach. Keiner braucht dich. Was haben wir denn hier? Das können wir öffnen. Und da sind Feuerbälle. Mache ich jetzt die hier auch kaputt, einfach weil ich es kann. Aus Prinzip. So. Hier ist keiner mehr. Einwandfrei. Dann gehen wir mal weiter in die Richtung. Was haben wir hier? Ist hier irgendwas? Nope. Hier kann man was plünderinien. Und hier ist auch wieder so ein Trottel. Und da ist noch einer. Ja. Waren ja nicht schon genug von euch. Hier. Und immer die Augen aufhalten nach potenziellen Verstecken. Ja, okay, dann zuerst mal hier runter. Ach, genau. Jetzt. Wir sind ja extra hierher gegangen, um diese Knochenblöcke hier zu finden. Jetzt hat. Quest abgeschlossen. Interessant. Aber wir waren ja hier noch nicht fertig. Also da ist ja vielleicht noch irgendwas, was vielleicht interessant sein könnte. Ja, zum Beispiel hier. Oh, und was ist jetzt hier drin? Nix. Lol. Kann ich das kaputt machen? Nö. Na gut. Macht nichts. Ja. Mann, ihr geht mir sowas von auf den Zeiger. So, jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Licht. Was ist hier? Lohnt sich das hier irgendwie reinzuschauen? Da tut sich nichts. Bringt es was, wenn ich da jetzt eine Bombe hinschmeiß? Geht es hier auch mal kaputt oder was? Nö. Aber. Ja, gut, okay. Hier ist nichts, oder? Was ist denn hier? Ach so. Genau, das ist der Raum, wo wir quasi die Knochenblöcke jetzt geholt haben. So ist das.
Also für die Spinnen ist der Zauberstab schon echt irgendwie praktisch. Praktikabel, praktikabel. Aha, man kann also auch durch die Dinger durchlatschen. Ah, hier komme ich wieder raus. Okay, also bin ich quasi jetzt einmal so ums Eck. Na gut, okay. Wenn wir dann hier fertig sind, dann haben wir wenigstens die erste Quest schon mal abgeschlossen. Dann schauen wir weiter und markieren uns hier den Elixierbrunnen. Ich weiß nicht, ist dann wieder da so ein fetter Gegner oder so? Ausgeruht bin ich auch nicht. Ich glaube, das wäre aber nicht verkehrt, oder? Wenn ich mich ausruhe. Gehen wir nochmal ganz kurz nach Hause, holen uns den Ausgeruht-Bonus und dann düsen wir zum Elixierbrunnen. Dann kann ich auch mal gucken, ob ich mir vielleicht noch ein paar Pfeile herstellen kann. Wobei ich jetzt keinen Feuerstein habe. Macht nichts. Kurz mal hochgehen, weil da haben wir ja Feuer. Und dann geht die ganze Sache rasant nach oben. 11 Minuten. Also ich sollte vielleicht auf jeden Fall dekorieren. Reparieren wir nochmal schnell. Kann ich hier... Nee, kann ich nicht. Da muss ich wieder in mein Handwerk gehen. Oder? Holzpfeil, genau. Dafür brauche ich Äste. Ich gucke nochmal ganz schnell, wo ich überall Äste habe. Hier nicht. Hier habe ich Äste, die nehme ich mit. Und hier sind keine mehr. Gut. Denn, let us crafting some Holzpfeile. So, sind die Äste weg, aber ich habe erstmal genug Pfeile. Ach ja, klar. Können wir natürlich gleich das ganze andere Zeug auch irgendwie wegtun. Aber meine Kisten sind ja voll bis oben hin. Deswegen passt das jetzt nicht mehr rein. Das macht jetzt aber nichts. So. Dann einmal Schnellreise. Juti. Dann drehen wir uns wieder nach da. Und müssen eher so in die Richtung. Das wird doch bestimmt irgendwo im Miasma sein. Es ist auf jeden Fall... Da waren wir. Und dort hinten ist auch noch ein Häuschen. Kommt mal, wir düsen jetzt einfach nochmal in die Richtung. Und dann schauen wir auch mal, was da in diesem Häuschen ist. Vielleicht, wenn das nicht schon wieder zu viel Zeit kostet. Da pfeift der Wind in den Ohren. Yay. Gut. Und es wurde mir auch gesagt, immer so viele Äste wie möglich zu sammeln, damit ich ja auch immer genug Mats für Holzpfeile habe. Na, was machst du? Knochen. Und weil hier gerade schon so viele von diesen Dingern sind... Oh Gott, da sind Bienen. Schnell weg. Das kurz noch eintüten hier. Und den nehmen wir noch mit. So. Was haben wir denn jetzt hier? So, was ist denn das da unten? Sehe ich nicht. Komme ich da wieder rauf, wenn ich da unten war? Das ist jetzt hier die Frage, weil ich muss ja dahinter. Es sieht aber so aus, als würde hier so ein kleiner Weg durchgehen. Ich gehe jetzt einfach mal runter. Einfach mal hier ab. Ach so, das war ein Stein. Schrein der Flamme. Ach, cool. Cool. Habe ich jetzt wieder... Genau, jetzt habe ich wieder einen Funken kassiert. Naja, das ist auf jeden Fall nice. Das ist nicht verkehrt. Gut, aber sonst scheint hier ja auch nichts mehr zu sein. Und hier Farntal. Ein neuer Ort markiert. Das sieht mir wieder so aus. Ja, genau, da sind wieder solche Assis. Dann nehmen wir doch gleich mal den Bogen. Treffe ich den von hier? Ah ja, Tatsache. Cool.
No, das wollte ich nicht. Na kommt. Die sind jetzt hier schon Level 7. Ich hoffe, ich sterbe nicht wieder. Da habe ich nämlich gar keine Lust drauf. Ha. Was hast du jetzt davon, du? Jo. Einmal den plündern und einmal diesen hier. Ich würde sagen, ich gucke erstmal hier links. Hier ist wieder Schutt. Reinschauen oder nicht? Nö. Ich glaube, da ist nichts. Ach, hier ist so einer. Ah, das hat mir ein bisschen was abgezogen, aber nicht so viel. Die sind nicht so schlimm. Einmal verbinden. Und dann können wir ja mal hier reinschauen. Hier hätte man die Tür aufmachen können. Und ich glaube, es wird schon wieder dunkel, ne? Ach, wieso muss es immer Nacht werden? Das ist so belastend. Ich brauche die Axt. Harz und Water. Na? Warum wird es eigentlich immer dunkel, wenn ich irgendwas machen will? Shitty. Handwerk. Jetzt muss ich mir doch eine Fackel noch craften. Sonst sehen wir ja wirklich gar nichts. Die können wir mal... Ja, vielleicht statt dem Zauberstab schnell mal hintun. Ja, Jo ist besser. Jo ist gut. Okay, also hier... War ja jetzt, glaube ich, nichts. Doch hier... So, dann wieder Spitzhacke. Da kommt Metallschrott raus, genau. Von den Dingern auch. Gehen die überhaupt kaputt? Ja, sehr schön. Hier pennen? Ja, cool. Ich hoffe, dass uns jetzt keiner angreift. Stehen wir mal auf und nehmen die Fackel wieder mit. Ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht mehr. So, hier kann ich noch das plündern. Hier geht's in den Keller. Aber lasst uns mal zuerst hier raufdüsen. Oh, da steht ja auch einer. Krass, dass der uns halt einfach nicht beim Schlafen gesehen hat. Und hier haben wir eine Kiste mit explosiven Schwarzpulverkugeln. Mich würde ja jetzt mal interessieren, wie dieser Zauberstab ist. Kann ich da... Ah, nee. Feuerball. Ah, ich glaube, ich treffe den, oder? Oder nicht? Wurscht. Wir gucken zuerst in den Keller. Hier können wir reparieren. Wow, da ist ja auch einer. Mein Gott, dass die auch immer da so random hinter irgendwelchen Ecken stehen müssen. Blöder. So, der wäre tot. Gut, dafür ist jetzt quasi ein bisschen meine Fackel kaputt gegangen. Aber einmal geht schon. Spitzhacke kurz. Fackel wieder. Aber war nur Metallschrott. Okay. Achso, ich wollte ja den Magierstab nehmen. Naja, nee, dann sind wir aber hier ja durch, gell? Kommt man denn hier raus? Hier. Mach mal kurz hier kaputt. Und nehmen wieder den Magierstab. Jetzt schauen wir uns hier mal um. Hier ist ein Zelt und hier ist eine Kiste. Und irgendwas attackiert mich. Ha. Interessant. Und jetzt habe ich, glaube ich, nicht mehr genug Mana. Du triffst mich doch sowieso nicht, komm. Na?
Edge. Ist er tot? Nee, eins fehlt noch. Guck, guck. Tja, jetzt haben wir uns beide nochmal gegenseitig getroffen. Naja, es war eine gute Übung, den Stab da mal auszuprobieren. Und hier ist noch einer. Für den nehme ich aber wieder meinen Streitkolben. Und irgendwo hat es doch nochmal geschossen. Weiß jetzt nicht gerade wo. Macht aber auch nichts. Ach, hier hätten wir auch schlafen können. Weil ich dann erstmal hier einfach noch plünder. Ach, jetzt habe ich mich wieder hingelegt. Das passiert auch jedes Mal. Okay. Ah, hier kann ich reparieren. Machen wir auch gleich. Das kann nie schaden. Ich glaube, ich nehme mal die Waffe. Ach, hier ist der. Einmal plündern, einmal heilen. Und dann lesen wir mal, was hier steht. Salben. Wir alle sind müde, aber ich versichere euch, dass ich bald weitere Tinkturen und Heilmittel bereit haben werde. Ich bitte um etwas Geduld. Ihr werdet sie im Turm abholen können. Ich habe bemerkt, dass einige von euch zu widerwärtigen Mitteln greifen, um sich zu schützen. Ich bitte euch, von solchen extremen Maßnahmen Abstand zu nehmen. Produkte vom Schwarzmarkt sind höchst gefährlich und ich möchte nicht, dass jemand zu Schaden kommt. Man kann nicht wissen, was solche Elixiere möglicherweise anrichten können. Balthasar. Ach so, hier ist noch ein Brief. Schutz vor dem Miasma. Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen gegen das Miasma müssen stets beachtet werden. Begebt euch nicht in Täler oder in die Nähe von Flussgebieten. Das Miasma wird euch überfluten. Vermeidet den Kontakt, atmet es nicht ein und schützt eure Augen. Nach Kontakt sofort mit zugelassenen Medikamenten behandeln und unter Quarantäne stellen. Bitte nehmt nur verschriebene Medikamente ein. Haltet euch vom Elixier fern. Seine langfristigen Auswirkungen sind unbekannt. Balthasar. Balthasar, Balthasar, macht, was immer ein Balthasar macht. Da-da-dum, da-da-da-dum. So, das kann man kaputt machen. Na? Was ist das? Ist da irgendwas drin? Oh, nö. Jetzt habe ich, glaube ich, deren Brunnen kaputt gehauen. Ist mir auch wurscht. Jetzt gehen wir nochmal kurz hierher. Weil... Ne, Quatsch, die Axt, die ja hier auch noch Zeugs rumsteht. Ach, das geht wieder nicht. Hier unten ist wieder was. Also ich muss sagen, ich finde tatsächlich mit meinem Streitkolben das abzubauen oder zu zerdeppern irgendwie angenehmer. Aber ich verstehe natürlich euren Aspekt, dass es waffenschonender ist. Nehme ich hier das noch mit. Dann brauchen wir wieder die Axt. Gucken wir ins Zelti. Schutt. Ach, hier ist der Metallschrott. Da sind sogar drei rausgekommen jetzt. War hier irgendwas? Nein. Hier ist eine Falle. Kann die tatsächlich kaputt hauen. Das finde ich nice. Schauen wir ins Haus. Ah, oh, oh, oh. Nee, nee, nee. Brauchen wir das. Schau mal. Das geht nämlich dann ganz schnell. Der muss auch dran glauben. Der Knochen? Nein. Na gut. Was ist hier so? Nichts.
Hier ist voll... Ding. Sieht aus wie so ein kleines Gasthaus oder so. Boah, jetzt geht das wieder nicht kaputt. So, das war jetzt anstrengend. Gut. Dann nehmen wir hierfür die Axt wieder, wenn das irgendwie geht. Und dafür brauche ich aber wieder die Spitzhacke. Machen wir das jetzt auch, weil ich da nicht rangekommen bin. Also hier kann man echt viel zerdeppern. Da kam auch nichts raus. Hier ist nichts. Hier ist eine Treppe. Und hier haben wir noch ein Regal. Ah, mit einer Tür dahinter. Sehr interessant. Was ist hier? Oh, eine goldene Truhe sogar. Unglückskeule. Nahkampfwaffe Stufe 7. Stufe 7 nehmen wir auf jeden Fall mit. Cool, dass ich jetzt hier das Regal zerdeppert habe. Dann müssen wir noch einmal nach oben düsen. Und schauen, was hier so abgeht. Hier hinter, da ist Fell, oder? Ne, es sah so aus, als könnte man hier Fell plündern. Hier ist nichts, aber hier geht es nochmal nach oben. Und hier sind wieder ganz viele Sachen zum Zerdeppern und zum Lesen. Nee, Leute, jetzt ist der Rucksack schon wieder voll und ich war noch nicht mal bei der Wurzel. Kann ich jetzt denn theoretisch... Ach so, was habe ich denn? Ich schmeiße jetzt mal das Fleisch da weg. Ja, was gucken. Flammenaltar kostet Steine. Aber ich könnte doch theoretisch mir hier einen hinstellen, oder... Dann könnte ich nämlich kurz heim, alles wegtun und dann wieder einfach hierher düsen. Schauen wir mal. Ach, noch ein Stein. Ja, jetzt hat. Eiskernzauberstab. Lehrlingszauberstab. Der ist Eis. Der ist auch Eis. Der ist episch. Der... ungewöhnlich, aber sie haben, der hat 11% Überladung und der 10. Was bedeutet das mit Überladung? Das verstehe ich nicht. Aber guckt mal, der hier hat auf jeden Fall mehr Stats, die man freischalten kann als der. Ich glaube, ich würde in dem Fall tatsächlich den behalten. Gibt es denn irgendwas, was ich jetzt hier... wegschmeißen könnte? Ja, komm, dieses eine Fell, das glaube ich, ist verkraftbar, oder? Ziehen wir uns den mal dabei da runter. Und? Dann setze ich mir den jetzt einfach hierher, weil ich es kann. Und düse dann nicht zur Hochweidenwarte, sondern nach Hause. So, Leute, ich war jetzt ganz kurz daheim, habe meine Taschen so gut ich konnte leer gemacht und natürlich nochmal alles repariert. Und jetzt hat, würde ich sagen, wir gucken einfach jetzt hier nochmal weiter. Ich war ja hier auch noch nicht fertig in diesem Häuschen. Was war jetzt hier? Abbauen. Ach so, ja stimmt, weil es ja jetzt quasi zur Hälfte mein Haus ist. Hier draußen waren wir noch nicht. Hier ist aber absolut nichts. Dann müssen wir ja wieder jetzt hier hoch. Genau. Hier waren wir definitiv noch nicht fertig. Kann ich die hier einfach plündern? Abbauen? Ah ja.
Dann lesen wir mal. Ich werde mein Haus beschützen. Ich konnte am Rauch am Horizont erkennen, dass sie auf dem Vormarsch waren. Viele sind geflohen, aber ich bin noch hier. Sie knurren schon vor der Tür. Ich werde dieses Haus halten, wie es meine Vorfahren getan hätten. Ich habe unseren Schatz unter den Steinstufen versteckt. Aha, dort ist er sicher und gut aufgehoben, weit weg von ihnen. Ich bin auf alles vorbereitet. Gut, den Schatz haben wir ja quasi jetzt schon gefunden, bevor er uns das gesagt hat. Da waren wir halt mal ein bisschen schlauer als er. Was geht hier so? Nix. Okay, was ist denn jetzt hier noch? Wir gehen jetzt mal hier ganz hoch und schauen mal. Ich muss eigentlich nur noch hier rüber. Den Rest habe ich ja eigentlich schon erkundet. Dann düsen wir natürlich mal wieder gegen die Wand. Hier ist noch eine Kiste. Mit Schwarzpulverkugeln. Na klar. Diese kleinen Kisten, die kann ich irgendwie nicht mit der Axt kaputt machen. Nee. Da brauche ich die Hacke. Oh. Jetzt habe ich die quasi kaputt gemacht und habe aber keine Pflanzenfasern rausbekommen. Okay, das ist doof. Das habe ich nicht gewusst. Dann muss ich da das nächste Mal auf jeden Fall drauf achten. Hier ist nichts mehr. Was geht hier? Metallschrott. Den können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Den Metallschrott. Was ist das denn für ein Haufen? Irgendwas drunter oder? Da grab ich mich jetzt mal kurz hin. Nö, da ist nichts. Sah jetzt gerade so aus. Dann sammeln wir das da noch ein. Und hier ist wieder die Kiste drunter. Das heißt, ich nehme jetzt hier auch wieder gleich das Spitzhack. Da ist einer. Könnt ihr ihn sehen? Hier. Ich brauche eigentlich schon gar nicht mehr sagen, was drin war, weil hier weiß einfach jeder, dass es Kugeln sind. Plünderei, Plünderei. Sehr schön. Was ist das hier? Gibt es da irgendwas Interessantes? Nö. In Ordnung. Dann haben wir jetzt hier... Gehen wir nochmal ganz kurz darauf. Aber... Hier ist ja nichts, ne? Nö. Dann haben wir jetzt hier alles erkundet soweit. Komm, damit wir das hier komplett abhaken können... Nehmen wir das auch noch mit, was hier so ist. Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen. Doof. Genau, dann sind wir hier fertig. Wie hieß jetzt nochmal das Lager? Farntal. Dann sind wir in Farntal fertig. Also Leute, ich hatte ja ein paar mehr Sachen geplant für den heutigen Part, aber man trifft ja doch immer wieder auf irgendwelche Dörfer und so, die man nicht kennt, und ich will die halt auch nicht links liegen lassen. Deswegen tut mir leid, wenn dann manche Sachen, die ich am Anfang angekündigt habe, nicht so stattfinden können. Das werden sie dann aber auf jeden Fall im nächsten Part. Wir lassen auch nichts aus. So. Und jetzt beende ich den Part natürlich an dieser Stelle. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Restwochenende. Genießt es. Ich hoffe, ihr habt schönes Wetter. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, falls ihr bis zum Ende geschaut habt, bald nähere ich mich tatsächlich den 1000 Abonnenten. Und ich würde ganz gerne irgendwas machen. Ich weiß zwar nicht was, ich habe mir überlegt, vielleicht... könnt ihr ja einfach eure Wünsche schreiben, was wir an diesem einen speziellen Tag in Enshrouded machen sollen. Keine Ahnung, sei es Reis in den Norden oder Reis in den Süden oder Spring ins rote Miasma oder
keine Ahnung, was euch halt alles Doofes einfällt. Könnt ihr mir also sehr gerne auch in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye.